no gunshots, but they getting low, 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 getting low. Hey Leute, damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Ich habe gerade nochmal geschaut, aber die Musik ist, glaube ich, laut genug und auch nicht zu laut. Wir haben wieder drei neue Kanäle, und zwar The Equus, dann Aquedos LP und Tronic LP. So, anfangen tun wir nicht hier, sondern bei The Equus. Zuerst mal die Kanalinfo, die jetzt, ja, zwar übersichtlich ist, aber dennoch die meisten wichtigen Kriterien beinhaltet. Wir haben hier die aktuellen Projekte. Da hast du jetzt nichts über die Hardware geschrieben, habe ich aber auch nicht, von dem her ist es gar nicht so schlimm. Hier oben noch ein bisschen was Allgemeines, also dass du eben für Kritik und so offen bist. Ja, man sieht sich, passt eigentlich. Ist zwar jetzt durch diese Unterstriche hier ein bisschen übersichtlicher gestaltet, also dass man hier wirklich sieht, dass du das versucht hast, möglichst weit zu entzerren, aber es sieht gut aus. Kommen wir jetzt zu den Playlists, die du auch hast, und auch wenn es viele sind, die meisten schon einigermaßen gut gefüllt sind. Dann kommen wir zu dem Banner und dem Profilbild. Ich finde es cool, wie du hier das gleiche Design hernimmst, das du hier gehabt hast, also diesen Controller hier, obwohl der hier so gespalten ist und hier nicht so, aber ist ja kein Problem. Was ich extrem geil finde, den Effekt habe ich noch nie gesehen, ist dieses, wenn Licht kommt, dass dann so immer in dem Winkel das einfach weitergeht. Allein die, also diese Schatteneffekte, die finde ich richtig geil. Ich weiß nicht genau, wie du sie gemacht hast, auf jeden Fall, und ich weiß auch nicht, wie viel Arbeit sie waren. Auf jeden Fall schauen die richtig geil aus, die gefallen mir total gut. Ja, hier unten hast du sie halt jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, das sähe auch nicht so geil aus, wenn dann hier einfach alles durchgehend schwarz ist. Da hast du dir schon ein bisschen was dabei gedacht, finde ich gut. Hier genauso im gleichen Stil, auch mit dem Orange, und dann hier auch diese coole Schattengebung, sieht auf jeden Fall gut aus. Die Thumbnails sind auch mit viel Liebe designt, alle sehr ähnlich, sieht aber gut aus, weil du jedes Mal eine schön lesbare Schrift nimmst, schön groß und ja, ähnlich in dem Sinne halt, dass immer links unten die Versionsnummer ist. Ich merke, die Musik ist aus. So, jo, sieht eigentlich ganz gut aus. Man kann auch jedes Mal das Logo schön lesen, die vor, und hier oben irgendwo der Evil Within, genau, kann man überall schön lesen. Schauen wir uns mal ein Video an. Ich würde tendieren, The Evil Within anzuschauen, da mir da vorhin was aufgefallen ist. Kommen wir zuerst zur Quali, die ja bei dir 1080p ist. Schalten wir gleich mal ein. Und hier auch sehr schön erhältlich für, also wirklich schöne Informationen zum Spiel. Und ja, ich mache meine Musik mal schnell aus und dann geht's los. Das ist hier ein Grafikbug. Hallo zu einer weiteren Folge von The Evil Within, und wir sind noch immer im Dorf der Verdammten und müssen uns hier irgendwie durchkämpfen. Wie? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns jedenfalls mal um. So. Wir schauen mal, ob wir den Grafikbug hier wegkriegen. Oh ja, kriegen wir. Gut. Da höre ich schon wieder das, was ich gar nicht hören will. Okay, da ist wieder die Falle. Ach, die geht in die Richtung auf. Dann bewege ich mich hier mal nicht weiter. Da gehe ich lieber hier durch. Auch wenn wir hier Zombie-Teile entgegenbaumeln. Ist mir doch immer lieber, als aufgespießt zu werden. Oh, Blitzi. Da steht einer. Ah,
Also generell, was mir aufgefallen ist, ist, dass du hier oben und unten Striche hast, die sich auch durchs ganze Video ziehen. Wenn wir hier mal ein bisschen später einschalten, einfach sieht man genauso oben und unten die Striche, die du allerdings relativ gut verstecken willst oder auch versteckst, durch deine Facecam, die einfach hier praktisch drüber geblendet wird. Und da das Spiel generell ein bisschen dunkler ist, fällt es jetzt nicht so unbedingt sofort ins Auge. Also es ist nicht so störend, dass ich sag, man kann das Video nicht anschauen. Trotzdem wollte ich dich darauf aufmerksam machen, da du ja anscheinend mit einer Xbox oder einer PlayStation spielst. Ich weiß nicht genau, ich schätze. Was schätze ich denn? Steht es hier irgendwo drin? Erhältlich für? Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielst du nicht mit dem PC. Außer du spielst mit PC und Controller, aber dann verstehe ich nicht, warum du mit 1080p schwarze Ränder hast. Aber dass du da einfach weißt, dass du da schwarze Ränder hast, dass ich dich darauf hingewiesen habe und vielleicht änderst du es, wäre auf jeden Fall nice. Dann schauen wir uns noch so ein Video an, schauen, ob du da auch schwarze Ränder hast. Aber das sieht mir nicht so aus. Nee, hast du nicht. Sehe ich jetzt schon. Wenn mein Video mal lädt, hier sehr schön. Das Kultur ist mal wieder weg, ja, das erwische ich sowieso nie. Dann ist man echt mal mit so viel anderen Kram beschäftigt. Hier kann ich ja nicht rein. Nope. So, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass du manchmal zwar viel redest, aber dir inhaltmäßig wenig vielleicht gerade einfällt und deswegen redest du extrem viel über Spielgeschehen, also praktisch du kommentierst das Spielgeschehen nach. Kann sein, dass das nicht jeder mag, ich weiß nicht, ich bin selber nicht unbedingt der Fan davon, wenn ich was sehe und das dann nochmal nachkommentiert wird, zum Beispiel wie vor euch ja bei The Evil Within, wenn da irgendwas entgegenbaumelt, das dann halt dann, keine Ahnung, das beschreibst du alles irgendwie sehr detailreich und versuchst damit dann irgendwie zu überbrücken, dass du da gerade nichts Inhaltliches sagst oder keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall mir persönlich ist es ein bisschen, kommt es ein bisschen strange, weil ich es halt einfach nicht gewohnt bin, dass mir jemand so viel Content vom Spiel noch zusätzlich liefert. Da weiß ich jetzt nicht, wie das deine Abonnenten sehen. Ich fände es auf jeden Fall besser, wenn du ein bisschen weg vom Spiel geschehen gehst. Also, dass da dir jetzt irgendwas in den Gegel baumelt, das ist ja jetzt nicht so schlimm, aber dass man halt nicht so auffällig so drauf hinweist nochmal, da ist mir was entgegengebaumelt, sondern eher so unterschwellig und dann mehr über Tipps zum Spiel oder so zu reden. Das fände ich zum Beispiel geiler. Oder über alltägliche Themen oder irgendwas ganz was anderes. Kommen wir zu Aquedus LP, mit dem ich ja mittlerweile ein Projekt am Laufen habe, und zwar SimCity 5. Er hat schon die ersten zwei Folgen raus. Bei mir weiß ich nicht ganz genau, wann sie kommen. Wahrscheinlich ein bisschen später als bei ihm. Vielleicht hole ich ihn dann irgendwann noch mal auf, wenn ich zwei oder drei Folgen raushaue am Tag. Weiß ich noch nicht genau. Ich wollte aber jetzt nicht täglich eine Folge SimCity noch dazu raushauen, weil dann wären das zwei Folgen täglich. Das wäre mir persönlich ein bisschen zu viel. Hier jetzt die Kanalinfo. Sehr schön, dass du ein bisschen was zu dir erzählst und so. Dass du designst und so. Also wenn jemand Designs hat, kann er sich auch an ihn wenden. Das hier hat er alles selber gemacht. Wollte ich nur gesagt haben. Und soweit ich weiß, macht das auch noch gratis. Da müsst ihr halt dann schauen, wenn ihr irgendwelche Designs braucht, dass ihr ihn dann hier kontaktiert. Ist auch so ein Formular wie bei mir bei der Bewerbung. Gut. Ja, er spielt Ego-Shooter und so. Also wie gesagt, allgemeiner Tipp, Spiele immer mit der Bindestrich-Aufreihung machen. Dann lassen sie sich leichter lesen. Hier die Playlist, das fällt mir jetzt auf, ist nicht aktuell. Also hier in der SimCity fehlt die zweite Folge. Und ich glaube, bei Cry of 4 fehlt auch noch ein, zwei Folgen. Nein, gar nicht mal. Nur bei SimCity fehlt eine Folge. Ist aber nicht schlimm, wenn du das irgendwann demnächst mal nachholst. Kam ja hier erst heute vor 2,5 Stunden raus, die zweite Folge. Da hast du ja noch Zeit. Gut. Profilbild, Profilbanner habe ich dir schon geschrieben, dass es mir persönlich zu dunkel ist. Hast du aber gesagt, dass es du so möchtest und dass es von dir so gewollt ist.
Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass das S, das L und das P, genauso wie das N, E und das R hier hinten, nicht hundertprozentig auf den ersten Blick zu lesen ist. Ich schaue gerade in der Aufnahme, kann man es auch fast nicht lesen, genauso wenig wie auf meinem Monitor. Dass du da einfach schaust, dass du ein bisschen mehr Farbe reinbringst vielleicht, dass du das einfach aufhältst. Das dürfte ja für dich nicht das Problem sein, genauso wie hier mit dem mit diesem Dreieck. Das ist halt einfach extrem schwarz, überall da, wo eben kein Muster ist. Dass du einfach da schaust, aber das habe ich dir auch schon geschrieben und du hast gesagt, das wurdest du gewollt, also würde ich da jetzt gar nicht so viel drauf rumreiten. Thumbnails, sehr schön hier auch, also das hier finde ich ziemlich ansprechend, obwohl es aus dem Internet ist. Hast du trotzdem sehr schön noch die Schrift drüber gemacht. Cry of Fear, ich kenne Cry of Fear nicht, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob dieses Thumbnail zum Spiel passt. Ich stelle mir unter Cry of Fear mit dem Thumbnail auf jeden Fall irgendein Psychospiel vor, weil das ein Kerl ist ohne Gesicht. Ich weiß nicht, ob es in dem ganzen Spiel nur um das geht, aber ich finde es cool, weil, ja, also du gibst dir da Mühe mit dem Thumbnail, merkt man auch, haust hier auch ein paar Effekte rein, dass die Schrift so, ne, so ein bisschen angezogen wird, aber okay. SimCity genauso aus dem Internet, einfach mit der Schrift, ist okay, ist auch groß genug, dass man es lesen kann. Wir schauen uns das Cry of Fear an, da bei SimCity eh ich mitspiele, genau, und von dem her... ist es recht sinnlos. Ach, warte, ernsthaft. Schauen wir zuerst deine Quali an, 1080p. Dann hier auch sehr schön, dass du die Playlist allgemein verlinkst, obwohl sie hier schon drin ist, aber okay. Nein, das ist die allgemeine Upload-Playlist, okay. Dann hier das Spiel selber. Jeden Tag um so und so viel Uhr. Sehr schön. Ja, passt. Schauen wir uns das Spiel an. Leider kein Intro, kein Einleitungssatz. Also Einleitungssatz würde ich sagen ist Pflicht. Bei SimCity hast du es dir leicht gemacht und hast einfach meine Einleitung als deine Einleitung hergenommen. Ist okay, sage ich nichts dagegen. Nur da, wo ich nicht mitspiele, würde ich dir empfehlen, dir auch einen eigenen Einleitungssatz zu machen oder zu auszudenken praktisch. Weil sobald irgendeiner von meinen Abonnenten Hey yo Leute damit recht herzlich willkommen hört, kann es sein, dass sie zu meinetwegen... sagen wir mal 70, 80, 90% sofort an mich denken und das ist einfach der Erinnerungseffekt, einfach, dass man kann jetzt gute Erinnerungen, können auch schlechte Erinnerungen sein, aber einfach dieser Erinnerungseffekt und dieser Einleitungssatz, so, tschack, bam, mein Let's Play geht jetzt los. Das muss nach hinten, ne? So einen guten Cut einfach bringen, so. Hä? Also denk dir da auf jeden Fall einen aus. Geht nicht. Ja, hier überlegst du jetzt ein bisschen viel, vielleicht gehen wir ein bisschen hinter, wo du nicht mehr so viel überlegst und schauen, ob du immer noch so viel redest. Den Ernst? Oh, warte, sag nicht, ich kann jetzt hier, warte mal. Ja, da überlegst du ja wieder. Ja. Mal schauen, vielleicht müssen wir doch SimCity anschauen. Gehen einfach. Ja, jetzt kommt's. Hey, Leute, damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge SimCity. Ich weiß nicht warum, aber ich höre mich bei dir extrem dumpf an. Als ob ich irgend so ein Radiosprecher wäre mit, keine Ahnung, 8 Kilohertz, 8 Kilobyte pro Sekunde, irgendwie sowas, also eine extrem niedrige Bitrate. Vielleicht müssen wir da einfach anfangen mit dem TS aufzunehmen, da haben wir eine höhere Bitrate. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hörst du dich bei mir gleich an wie du bei dir. Komisch. Stille. So, ich habe sogar mein erstes Krankenhaus schon. Auf mich ist einfach verlassen. Ich fange dann schon irgendwann zu reden an. Und das solltest du dir auch angewöhnen. Sobald irgendwie längere Zeit still ist, dass du dann sofort wieder anfängst zu reden, hast du bei mir gerade gehört. Da war vielleicht 2 Sekunden Stille. Dann habe ich mir schon selber gefragt, was ist da los? Wenn ich da mitspiele, dann muss doch da irgendwas los sein. Aber ich habe mir das schon ungefähr antrainiert, so ein bisschen einfach. Sobald ich merke, aha, es ist Stille, fange ich sofort wieder an zu reden. Genauso wie jetzt, wo ich einfach die Musik wieder anmache. Ha. Hier haben wir den dritten und zwar Tronic RP. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Tronic, keine Ahnung. Hier sehr schöne Begrüßung. Moin, Leute. Dann
hier, ja, ein bisschen allgemeine Sachen. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist wieder, dass du die Let's Plays hier wieder nicht mit Bindestrichreihung hast. Ich sag's nur immer wieder, ich empfehle es jedem. Bindestrichreihung sticht einfach ins Auge. Es ist so. Und es wird auch immer so bleiben. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich ziemlich verplant heute bin. Ich habe nämlich die extra in die Bewerbung reinschreiben lassen, ob du die Designs selber machst oder nicht. Das habe ich, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, deswegen weiß ich jetzt leider nicht, ob du die Designs selber gemacht hast. Gehen wir mal nochmal davon aus und ab der nächsten Kanalvorstellung werde ich mir das dann auch noch angewöhnen, dass ich nachschaue, ob ihr die Designs selber macht. Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, dass du sie selber machst. Und schauen uns deine Playlists an. Hier dieser recht gut gefüllt ist, aber die mit positiver Bewertung, also die zählt nicht. Alle anderen sind, ja, sagen wir noch am Anfang, obwohl du schon einige Abonnenten hast, ist deine Playlist jetzt nicht so super gefüllt. Muss aber nicht. Du hast auch nicht allzu viele Videos. Schauen wir mal, welches das beliebteste ist hier. Na, der Kanal-Trailer, okay. Wahrscheinlich hast du den einfach in der Übersicht ein bisschen länger drin. Dann kriegen die Videos ja Klicks ohne Ende, wenn man die in der Übersicht drin hat. Ja. Schauen wir uns einfach dein neuestes Video nochmal an. Hier, neues bis älterste. Nochmal allgemein zu den Thumbnails. Die finde ich ganz lustig, dass du hier das Tropico hast und hier mit Regenbogen. Ansonsten hier auch meistens mit Farbverlauf, hier mit Farbverlauf, hier mit so einem Trollface. Also du denkst ja da schon was bei den Bildern. Sehr schön hier die Test, obwohl hier schon Demo steht. Ist aber kein Problem. Hier Urlaub, Offline-Urlaub. Ja, sehr schön, dass du da immer den Farbverlauf noch drüber haust. Sieht auf jeden Fall cool aus. Kommt zwar ein bisschen gay rüber, aber wer das Spiel kennt, der weiß Bescheid. Gut, hier oben wollte ich noch ganz kurz mal davon ausgehen, dass du es selber gemacht hast. Hier ist ein bisschen viel schwarz, da hättest du irgendwas anderes reinmachen können, weil jetzt hier das Kabel schwarz ist und das die Maus Hintergrund an sich. Da kann man vielleicht was ändern. Hier sehr schön, dass du da aus deinen Spielen nochmal Charaktere nimmst und die da reinbaust. Ansonsten finde ich den Effekt hier nicht ganz gelungen. Aber alles andere ist sehr schön. Also hier, das auf jeden Fall schauen, dass du das noch wegbringst bei dem L und hier vielleicht nicht schwarz hinnimmst. Ja, dann kommen wir zu einem Video. Welches nehmen wir denn? Nehmen wir einfach das Neueste. Ich kenne das Spiel nicht. Wenn mir das Spiel nicht gefällt, dann schalten wir halt um auf Tropico 4. Du hast 1080p. Hier ist die Playlist, sehr schön. Ein paar allgemeine Infos zum Spiel, auch sehr schön. Passt. Mach ich mal die Musik aus und los geht's. Let's play. Leute, hier ist der Alter. No. Willkommen zu einer neuen Runde Brofoss, Leute. Das ist eine Session, deswegen machen wir direkt das Level vom letzten Let's Play noch weiter. Jetzt bin ich wieder Universal Soldier. Jetzt musst du alleine weiter. Okay, und der Tronic ist auch wieder dabei. Und wie ihr seht, das wird jetzt alles ein bisschen hektischer, die Levels. Ein bisschen mehr Rennen und ein bisschen mehr Luftschlag. Ein Rennlevel. Genau. Und deswegen ballern wir uns gerade hier so. Oh, Achtung, da waren fast. Oh oh. Das war auch. Oh, dieses Ding ist auch echt. Oh, ich gehe unten lang. Kann ich auch die. Feier mich. Kann ich die auch direkt hier wiederholen? Komm her. Sag mal. So, jetzt haben wir dich. Yeah, Blade. Komm mal hier. Oh. Also, ich kenne das Spiel direkt an sich nicht. Find's aber gut, dass du hier Koop spielst. Find's auch gut, dass du hier ein eigenes Intro für das Spiel machst, was allerdings ein bisschen zu groß ist, wenn wir uns das nochmal anschauen. Noch ein bisschen zurück. Das ist ja noch normal.
Hier, das am Anfang ist ganz okay, aber hier sieht man einfach, dass die beiden Schriften waren beide zu groß, gehen beide übers Bild raus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal angeschaut hast. Schaust du einfach, dass du es vielleicht ein bisschen anders hinbringst. Klar, wenn du diese Riesenschrift nimmst, geht es vielleicht nicht. Musst du die Schrift einfach ein bisschen kleiner machen, ein bisschen weiter nach unten ziehen. Das Broforce vielleicht auch ein bisschen kleiner machen, ein bisschen nach oben ziehen, dann geht es schon. Da findest du auf jeden Fall was. Ansonsten zum Kommentierstil ganz cool. Vielleicht gehst du ein bisschen zu sehr auf das Spiel an sich mit deinem Freund ein und weniger auf YouTube. Aber immerhin gehst du ein bisschen auf deine Abonnenten ein, sagst schon, hey Leute, wir spielen jetzt in der gleichen Session. Du könntest allerdings noch, keine Ahnung, also ich als unerfahrener Broforce-Spieler, der das Spiel noch nie gesehen, geschweige denn gespielt hat, kann jetzt sagen, das Spiel sieht cool aus. Ich weiß aber immer noch nicht, um was es geht. Und da kannst du halt einfach schauen, dass du da einfach ein bisschen mehr von dem Spiel mit deinem Freund weggehst. Sieht man ja hier, dass du jetzt einfach ein bisschen, bisschen wenig redest einfach. Ich glaube, der Vater ist auch unsterblich, so wie es aussieht. Oh fuck, der ist aber sehr... Ja, also da kannst du einfach schauen, dass du da ein bisschen, keine Ahnung. Also im Groben und Ganzen stimmt's, nur dass du halt, also das Schlimmste ist eigentlich das Intro, weil das halt einfach nicht aufs Bild passt und das Ganze, die ganze Stimmigkeit einfach wieder ein bisschen nach unten reißt. Ansonsten, Respekt, dass ihr da doch sehr viele Projekte habt, also Tropico und dann Broforce und dann der Ritter des Todes und dann, hier unten war noch irgendwas, genau, Deadlight, Finale aber, okay, das ist beendet. Gut, das war's dann auch von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nämlich noch nicht abonniert habt, dann abonnieren, kommentieren. Schreibt in die Kommentare am besten noch, was ihr noch sehen wollt. Wenn ihr euch noch nicht beworben habt, bewerbt euch. Empfehlt es euren Freunden. Ansonsten dauert es immer länger, bis neue Videos kommen, weil derzeit sind wir gerade in so einer Art Tief oder so. Ich weiß nicht, aber so viele Bewerbungen gehen gerade nicht so ein. Ja, gut, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.